So, wie versprochen, es geht genau an dieser Stelle weiter. Aus dem letzten Let's Play. Ich habe es leider nicht mehr schaffen können, hier das noch schnell zu Ende zu bringen, weil hier ist auch schon wieder das nächste Szenario entstanden. Ja, der verkloppt hier wieder die Leute. Das ist ziemlich weit weg. Da nehme ich doch hier meinen Polizeihelikopter. Okay. Okay. Und weiter geht's. Ach, es brennt, dann kann er den nicht rausschneiden, ja. Was geht's? Ja? Kein Problem. Erwarte Befehl. In Ordnung. Bin bereit. So, den könnt ihr schon mal holen. Höre. Wird gemacht. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Erwarte Befehl. Was löscht der denn? Das falsche Auto. Was geht's? Sofort. Mann. Oh, der Heli ist schon da. Eieieiei. Pause, Pause, Pause. So, da habe ich jetzt einen Verletzten. Rettungsheli. Kein Problem. Ja. Und der Typ ist irgendwo geflüchtet. Da rennt er. Das muss ich mal eben verfolgen. Gemacht. Oh, der rennt hier ins Rotlichtviertel. So, ich fliege mal ein bisschen voraus. Jawohl. Lass mal die Polizisten raus. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wird gemacht. Aussteigen. Bin bereit. Zu Befehl. Wird erledigt. Ja? Zu Befehl. Zu Befehl. Ach, höre. Die. Wird erledigt. Ja, dann verfolge ich den mal. So, alle Brände gelöscht, ja. Wunderbar, dann kannst du wieder einsteigen. Alles klar. Höre. Alles klar. Du auch. Die anderen sind schon abgefahren. Höre. Der Doc kann den jetzt versorgen. Was geht's? Ich weiß nicht, muss ich hier noch was aufschneiden? Mal gucken. Sofort. Ja, sieht so aus. Was geht's? Alles klar. Bin bereit. Zu Befehl. Ja. So, wo sind wir? Ich höre Handschellen. Da. Boah, mitten auf der Straße. Ja, dann kannst du doch hier mal landen. Jawohl. Höre. Ja. Wird erledigt. Ja. Alles klar. Einsteigen bitte. Höre. Der Polizeihelikopter bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Alles klar. Ist in Arbeit. So, ja? Was haben wir hier? Hier ist in Arbeit. Der Doc ist schon dabei. Was geht's? Feuerwehrmann. Bin dabei. Hat seine Arbeit getan. Kein Problem. Ja? Mit dem Abschleppen warte ich noch mal ein paar Sekündchen. Ja? So, dann kann der Doc in Ordnung. Der Rettungstransportwagen Feierabend machen. Bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Gleich nur noch abschleppen und dann ist auch das geschafft. In Ordnung. Ich habe hier noch. Na. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Ups. Verstanden. Eine Rettungsheli. Was geht's? Bin dabei. Sofort. So, versorgt den mal. Der wurde nämlich zusammengeschlagen. Ist in Arbeit. Jetzt ist er hingefallen. Oder er hat gesagt, leg dich hin. Hier muss ich noch abschleppen. Was geht's? Sofort.
Was Notarzt geht's? Sitzt drin. Adios. Was geht's? Feuerwehr. Wird alle gemacht. Mann drinne. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Der Abschlepper. Kann den abschleppen. Dann habe ich das auch fertig. Ja. Dr. Schulz. Alles klar. Ja. Wird gemacht. Ist in Arbeit. Rein mit euch. Wir wollen weiter. Ich spule mal etwas vor. Wir haben doch keine Zeit. Was geht's? Der Rettungshubschrauber bringt den Verletzten ins Hauptquartier. So, alles erledigt. Alle fahren zurück. So. Mal sehen. Erledigt. Geschafft. Vorbei. Neues Einsatzgebiet. Ich weiß es nicht, aber würde mich auf ein neues Einsatzgebiet freuen. Nichts gegen Hamburg. Aber hier diese Hafengegend ist mir alles zu verwinkelt. Schwer erreichbar. Und ich bin gespannt. Ah, nein. Ein Video. Oh, ist das Wasser? Eieiei. Leider kein Sound, weil ich die Musik ausgemacht habe. Oh. Da ein fettes Kreuzfahrerschiff. Da, oh nee, da hängen noch Personen runter. Nein. Aber geil gemacht. Die ganzen Stühle noch im Wasser. Eine Überschwemmung hat Wohngebiete im Westen Hamburgs überflutet. Boah. Einige Einwohner konnten sich auf Häuserdächer retten und benötigen Hilfe. Alter. Mehrere Personen drohen zu ertrinken. Fahrzeuge sind versunken und müssen geborgen werden. Aufgrund der Katastrophe wurde die Ölplattform beschädigt und droht zu explodieren. Ölteppiche haben sich auf der Wasseroberfläche gebildet. Alles klar, jetzt wollen sie es wissen. Brände sind ausgebrochen. Ich speichere mal schnell. Alle Opfer und verhindern sie die Explosion. Alter Schwede. Geht's noch? Brennt hier das Wasser oder was? Hm. Oh Mann. Ja, was haben wir denn hier? Feuerlöschboot. Wird gemacht. Wird gemacht. Dann fahre ich mal hier übers Wasser. Shit, hier ist das Schiff. Ah, da steht ein Name. Queen Berry 9. Ah, sehr schön gemacht hier. Also wirklich, dass das ganze Zeug hier auch zu der Seite so gekippt ist. Also das finde ich gut gemacht. Auch hier diese Laternen. Der Kran hat sich sogar gedreht und hängt in die Richtung. Ja, schön. So. Ach, und das ist auch alles über... Ich dachte gerade, was ist das denn hier? Algen? Ach, und die ganzen Leute! Wow. Retten, retten. Retten, retten, retten. Und ganz viele retten, löschen. Also hier hinten ist schon mal keiner. Also spielt sich alles nur hier vorne ab. Löschen muss ich. Das Schiff nicht, ne? Ne, brennt nicht. Bohrinsel, reicht da ein... Mal rumgehen. Reicht da ein, so ein Tankschiff, Löschboot, wie auch immer. Ach ja, die Kuh konnte sich noch retten. Die denkt sich jetzt, mu, was denn hier los? So, aber zurück. Kann der Rettungshelikopter die... Nee, kann der nicht hochfischen, ne? Bergungshelikopter. Ah, ich muss mir jetzt aber eine Stelle aussuchen. Ist die befahrbar? Ja. Wo ich die ablasse,
und behandeln lassen kann. Ahaha. Jawohl. Also Notarzt. So viele Verletzte. Noch ein Notarzt. Jawohl. Und erstmal alle drei RTWs anstellen Verstand. Lassen. So, Bergungshelikopter. Der muss dann hier die Leute rausfischen. Okay. Und mein Taucher? Nee. Taucher? Nee, Taucher brauche ich nicht. Mein kleines Bötchen kann ich hier zu Wasser lassen. So. Gespeichert habe ich. Machen wir mal Play. Also hier vorne ist Land. Könnt ihr nicht dahin schwimmen? Alles Nichtschwimmer hier. So, ich sehe da schon irgendein Hubschrauber kommen. Der Rettungsheli wahrscheinlich. Da ist er. Was geht's? Ist in Arbeit. Ich hoffe, der nimmt die Personen hier alle auf. 6 Stück kann ich aufnehmen. Wir sollten ein Motorboot einsetzen, um ertrinkende Personen aus dem Wasser zu retten. Ein Feuerwehrtaucher kann Ertrinkende auch an Land bringen, benötigt jedoch länger und kann nur eine Person transportieren. Aha. Alles klar. Also Taucher könnte ich auch nehmen, aber der kann nur, wie wir gehört haben, eine Person aufnehmen. Jawohl. Ja? Verstanden. Alles klar. Bin bereit. Mit einem Bergungshelikopter können wir die Person, die sich auf Häuserdächer gerettet haben, sicher an Land absetzen. Wir sollten so schnell wie möglich die Verletzten unter ihnen retten, bevor diese zu schwach werden und sterben. Komm, komm, komm. So. Jawohl. Wir benötigen einen Feuerwehrtaucher, mit dem wir nach versunkenen Fahrzeugen tauchen können. Wir sollten ein Transportfahrzeug mit Taucher anfordern. Jetzt muss ich auch noch rumtauchen. Wo haben wir es denn? Transportfahrzeug, Taucher. Alles klar. In Ordnung. Heli ist dabei. Da kommen die RTWs. Wo kommt denn der Schlauch? Oh nein, ne? Was macht er denn hier? Der will mich trollen. Er kommt rückwärts angefahren. Er macht einen auf ganz cool. Und kommt rückwärts. Das ist doch mal echt ein Lacher wert. Ey, dafür gebt einen Daumen hoch, wirklich. Wenn ihr das jetzt gerade seht, Daumen hoch drücken, ey, unter dem Video, ehrlich. Ein Feuerwehrtaucher kann an flachen Ufern ins Wasser gelangen, um an Stellen mit aufsteigenden Luftblasen nach versunkenen Fahrzeugen zu tauchen. Oh Mann, ey. Ist doch wohl ein Scherz, oder? Was geht's? Bin bereit. Ja? Sofort. Ja? Alles klar. Höre. Alles klar. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Oh, so viel zu klicken hier. So, du kannst ihn da absetzen. Zu Befehl. Ach, den hat er jetzt eingesammelt. Oder was? Ja. Ach, der war... Ah, der hier war verletzt. Der musste mit einer Trage... Ja. ...gerettet werden. Verstanden. Und die anderen... Die anderen Menschen, die kann man einfach so einsammeln. Alles klar. Höre, wird gemacht. Bin bereit. Habe ich verstanden. Bin bereit. Wird gemacht. Höre. Ist in Arbeit. So, das Boot ist drin. Wird erledigt. Dann rette die mal. Höre. In Ordnung. Ist noch einer. Höre. Rettungstaucher. Okay. Ja, dann macht das von da aus. Ich soll irgendwie nach Frackteilen tauchen oder was? Hier. Wird gemacht. Ach du Schreck. Ja? So. Vergessen Sie nicht, den Rettungshelikopter einzusetzen, um versorgte Opfer schneller ins Krankenhaus zu befördern.
Der Rettungshelikopter transportiert außerdem einen Notarzt und ein Sanitäterteam. So, weiß nicht. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin dabei. Bin dabei. Okay, er will nicht landen. Der Taucher ist unterwegs. Der sammelt alle ein, wunderbar. Was geht's? Ah, aber der ist voll. Ah, der ist voll. Verstanden. Was geht's? Ich fahr den mal da weg. Der Notarzt kann schon mal hier hinlaufen. Was geht's? Was geht's? Kein Problem. Was geht's? So, wo seid ihr mit der Trage wieder hin? Jungs. Erwarte Befehle. Da stehen sie. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Ah, direkt Befehle. Da oben. Zu Befehl. Geparkt. Erwarte Verdorf. Befehle. Was? Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Aha. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs an Land gehoben werden. Alter Schwede. Jetzt wird's aber kompliziert. Hier, Bergefahrzeug brauche ich jetzt auch noch. Wird erledigt. Aber das Boot hat die jetzt hier ins Wasser geschmissen, oder was ist da los? Nein. Jetzt kann der Notarzt hier nicht hin. Mach das doch. Bitte. Bin bereit. Mann. Ah. Ja? Zu Befehl. Höre. Mit dem Heli kann ich ja auch nichts machen. Heli kann weg. Will nicht weg. Kein Problem. Höre. Zu Befehl. So, alles klar. Lass mal die Leute raus. Ach, hier sind auch noch. Oh, da sind auch noch welche. Ja. In Ordnung. Gut, die sind befreit. Bin bereit. Sofort. Boah, mit dem Taucher hier alles absuchen. Nee. Achtung, wir müssen ertrinkende Personen so schnell wie möglich mit dem Motorboot oder einem Feuerwehrtaucher an Land bringen und versorgen. Höre. Sie sind bereits sehr schwach. Höre. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Okay. Oh, danke. Hier muss ich irgendwas bergen. Sofort. Erwarte Befehle. So, lass ihn mal da ab. Ist in Arbeit. Kein Problem. Bin bereit. Muss die wieder einsammeln mit dem Boot? Nein. Ah, dann ist das ja automatisch schon fehlgeschlagen. Wenn er die auch nicht mehr einsammeln möchte. Oh no. Okay. Schon mal noch ein Rettungsheli. Bin dabei. Höre. Ja? Ist in Arbeit. Ja? Der Taucher taucht weiter. Erwarte Befehle. Eine Kuh möchte ich nicht retten. Da hängt keiner, ne? Hängt keiner dran. Kurze Überfahrt. Puh.
So, sofort. Alle raus hier. Oh, der ist schon da. Ja. In Ordnung. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle ein Boja und ein Fahrzeug. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs sofort an Land gehoben werden. Bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. Jawohl. Okay, Abschlepper. Sofort. Ey, muss ich hier die Autofracks entfernen? Da könnte etwas länger dauern hier. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Was geht's? Wird erledigt. RTW, kann ich schon mal den nächsten holen. Alles klar. Ja? Da ist wieder ein Fahrzeug. Oh Mann. Ist in Arbeit. Taucher, weiter tauchen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen deprimiert wegen den drei Verletzten da. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, dass die gerettet werden. Weil, ja, da schlägt die ganze Mission jetzt fail. Ja. Höre. Jawohl. So, letzte Mal tauchen. Ja, sieht so aus. Ja. So, Doc. Kannst hier mal helfen. Bin dabei. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs an Land ist in Arbeit. In Ordnung. Der Taucher kann einsteigen. Ich denke, ich habe alles. Ja. Wir sollten uns einen genauen Überblick über alle Opfer verschaffen und zuerst die Schwerverletzten versorgen. Wenn zu viele Opfer sterben, wird der Einsatz scheitern. Hallo? Ja, dann. Was geht's? RTW. Alles klar, ja? Wird erledigt. Wo ist denn der Hubschrauber? Ist jetzt gerade abgeflogen? Oh, das habe ich ganz vergessen hier. Was geht's? Oh! Zu Befehl. Löschen, das habe ich ja total vergessen. Ah, das wird ein Fail. Wir verlieren zu viele Opfer. Der Einsatz wird scheitern, wenn wir weitere Opfer verlieren. Höre, der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Nee, ist nicht euer Ernst. Muss ich jetzt da erst die Leute rausschneiden? Mit dem Rüstwagen. Sofort. Boah. Behandeln Sie verletzte Personen immer so schnell wie möglich. Boah, die Opfer werden mit der Zeit was immer ist schwächer das denn jetzt und hier? Sterben, wenn sie nicht rechtzeitig versorgt das werden. Ist aber bestimmt die letzte Mission von Hamburg. Also das spornt mich jetzt an. Aber das zeige ich im nächsten Let's Play, wie ich es jetzt oder wie ich es dann besser mache. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen hier. Ich zeige sowas immer wieder gerne, weil aus Fehlern lernt man. Lasst mir einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal, euer Major Skippy.